genau. Ja, die Feuerwehr Dettingen ist am Mittwoch Verkehrsunfall auf der B465 zwischen Auen und Dettingen. Es war von der Alarmierungsmeldung so, dass keine eingegebenen Personen waren. Wir wurden eigentlich zur Betreuung bzw. zum Ausleuchten der Einsatzstelle gerufen. Es waren mehrere verunfallte Fahrzeuge, insgesamt 3 Stück dann, mit insgesamt 9 verletzten Personen in den Fahrzeugen drin, die keinere schlimmeren Verletzungen mehr hatten. Die wurden vom Rettungsdienst aufgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Die Anfahrt war in diesbezüglich schon etwas komisch, dass es da sehr viel Nebel auf der Strecke war und natürlich auch der Weg auf der B465 sehr schwierig zu fahren war, durch das ein erhöhtes Verkehrsaufkommen war. Ja, unsere Aufgabe in dem Sinn war eigentlich das Ausleuchten der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst und die Polizei waren im Prinzip schon vor Ort und haben dann die ersten Verletzten versorgt, die dann später, wie gesagt, abtransportiert wurden. Unsere Aufgabe war das Ausleuchten der Einsatzstelle, Abklemmen der Batterien in den Fahrzeugen und die Sicherstellung des Brandschutzes. Wir sind zurzeit mit 3 Fahrzeugen vor Ort, insgesamt dann 9 Einsatzkräfte. Wir warten jetzt, bis die Polizei die Einsatzstelle freigibt und dann werden wir die Einsatzstelle soweit zusammenräumen, sodass die Strecke wieder freigegeben werden kann. Die Einsatzkräfte fanden insgesamt 3 PKWs mit insgesamt 6 Personen vor. Die Personen konnten sich glücklicherweise selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden im Anschluss vom Rettungsdienst gesichtet und vom Notarzt und vom leitenden Notarzt triagiert und dann Kliniken zugeteilt. Glücklicherweise wurde keiner schwer verletzt. Momentan gehen wir von 6 Leichtverletzten aus. Der Rettungsdienst war insgesamt mit 8 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Anfahrt musste mit größter Sorgfalt erfolgen durch den an der Einsatzstelle herrschenden Nebel.